Herzlich willkommen zur ersten Episode der Tyrannei von König Washington. Diese erste Episode nennt sich Die Schande und ist eben die erste von drei Episoden, die dann zusammen dieses DLC bilden. Das zweite Pack kommt, glaube ich, am 19. März und das dritte dann irgendwie auch Mitte April. Ja, und würde ich sagen, nicht mehr viel Zeit verschwenden, starten wir mal. Neues Spiel beginnen, ja klar. Name ist mir egal, also da nehme ich immer meinen PSN-Namen. Es gibt bestimmt Leute, die auch was anderes eintippen, aber mir ist es ehrlich gesagt nicht so wichtig. Ja, das geht leider noch nicht, also hört uns wohl keine Wahl. Okay, das war strange. Aber was ich auf jeden Fall wiedererkannt habe, war der Edenapfel. Das Artefakt, das ja jetzt schon in jedem Teil vorkam. Und immer für Unruhe gesorgt hat. Adonagedon, wach auf! Adonagedon, steh auf, wir müssen gehen! Mutter, was machst du denn hier? Träumst du etwa noch? Wir kamen zusammen her. Und nun müssen wir gehen. Ich dachte, du wärst tot. Doch du bist hier. Ich bin hier. Ich war doch immer hier. Ach, geht es dir gut? Sogar mehr als gut. Nun, dann komm. Ich hörte einen Schrei auf Ganyan Geha, ganz nah. Wir müssen sehen, was dort los ist. Boah, ey. Ohne Spaß, die Montur sieht richtig geil aus. Das könnte alles meine Schuld sein. Was ist deine Schuld? Was hast du getan? Okay. Wir müssen eine Jägerin anscheinend beschützen und die kriegt gerade derbe auf die Fresse. Bist du aber nicht mit mir. Ihr kleinen Wichser, Alter. Jetzt gibt's aufs Maul. Bam! Oh, nice. Gleich ein Double Kill hier. Somit geht es noch schneller. Zack. Und? Kriegst du es hin? Ach, der Connor muss immer helfen. Warum lässt Washington das Grenzland von seinen Männern durchkämmen? Washington? Er sucht jemanden. Eine Eingeborene, die es stehlen wollte. Durch euch findet er mich nicht. Oh, Alter, wie ist die denn drauf? Chill Was mal. Was wird Washington damit zu tun haben? Er ist nicht mehr Commander in Chief. Er ist außer Dienst in Mount Vernon. Eine schöne Fantasie, Radonhagedon. Du weißt, dass Washingtons Machtgier ihm den Verstand raubte. Ich versuchte, ihn aufzuhalten. Und nun richtet sich sein Zorn gegen unser ganzes Volk. Das verstehe ich nicht. Das passt doch nicht. König Washingtons Männer greifen gerade Concord an und sie bringen alle um. Sie suchen nach dir, Canidio. König Washington? Komm. Hätte nie gedacht, dass er so gnadenlos zuschlägt. Sprichst du etwa von Commander Washington? Warum nannte diese Frau ihn König? Viele unschuldige Menschen leiden nun wegen mir. Nicht nur die Dorfbewohner. Wir müssen so viele schützen, wie es geht. Oh nö, nicht der schöne Concord.
Aber Washington, Alter, ich bin jetzt schon so fuchsig, ja? Sagt uns, wo sie ist und diese Menschen werden leben. Schweigt weiter und sie brennen. So einfach ist das. Wir wissen nicht, was ihr wollt. Nun gut. Bitte, bitte. Da drin sind doch Frauen und Kinder. Seid ihr denn Monster? Tut das nicht. Ihr hattet eure Chance. Connor wird wütend. Sei bloß leise. Oh nö. Ach, kommt schon. Sie dürfen dich nicht sehen. Boah, ey, Leute unentdeckt eliminieren. Ich hasse es. Es kotzt mich einfach an. Du musst sie überraschen. Unbewaffnet. Auch noch unbewaffnet. Ja, da steht ja schon gleich der Erste. Lol. Ja toll, was soll ich denn machen, wenn die hier alle erledigt? Oh, nee, doch nicht. Anscheinend bleibt sie jetzt im Heuwagen. Und dann nehme ich mal den hier hinten. Der scheint doch hier schön frei zu stehen. So. Gute Nacht. Jetzt schön unten bleiben. Die sehen die noch nicht, oder? Nee, ich denke mal nicht. Gut, der geht wieder zurück, alles klar. Den werde ich den jetzt mal ausschalten, denke ich. Sehr schön. So soll das laufen. Und der jetzt hier? Die beiden da hinten stehen auch ganz schön alleine. Ich glaube, die nehme ich auch mal. Dann müssten es eigentlich 5 sein, oder? Ja, dann müssen es 5 sein. Gut. Komm, das muss jetzt klappen. Ja. Lol. Komm schon, schneller, schneller, schneller. Kommt gerade zurück. Puh. So, du kleine Drecksau, ey. Du bist das jetzt da dran. Nö, jawohl, geil. So. Jetzt fick dich mit unentdeckt bleiben, jetzt ist aufs Maul. So, wäre meine Mutter vielleicht auch so freundlich, mal zu helfen? Sehr schön. Auch wenn ich die ja alleine erledigen kann. Oh, das war knapp, mein Lieber. Knapp, meine ich natürlich. So. Befreie sie. Das ist alles meine Schuld. Immer schon. So, raus da. Schnell, schnell. Lasst die Stadt so weit hinter euch, wie es geht. Versteckt euch im Wald. Lauf! Pardon, Herr Gelder! Alter! Das war uncool. Boah, diese miesen Wichser. Lauf. Sprintet! Okay. Ah, wieder in Bewegung bleiben. Ja, das kennen wir ja schon aus der Story. Alter, wie die Leute hier zerfetzt werden. Weiter. Ich würde mir nie verzeihen, wenn wir sie gewähren lassen. Das ist Wahnsinn. Ich verstehe nicht, was hier vor sich geht. Okay, wir müssen die Geschützstellungen ausschalten. Nichts lieber als das. So unentdeckt bleiben, spielen wir jetzt notwendig. Alter! Scheiße, okay. Alles klar, jetzt weiß ich wieder. Wie die alle gleichzeitig angreifen! Hallo! So. Endstation. Drecksau. So.
Hinten angreifen ist nicht, du kleiner Wichser. Ach scheiße, ja schön, den muss ich erstmal entwaffnen. Ja, komm. Ah, geil, hier sind ja noch andere Indianer. Freunde. Oh ja, komm, dann greif mich da einfach an. So. Ach scheiße, nein, nicht den. So, den. So, alles klar. The area is clear. Ihr, ich brauche Hilfe. Helft die Kanonen zu laden. Was kommt jetzt? Oh nice, darf ich jetzt wieder eine Kanone bedienen? Jawoll! Okay, wie schieße ich? Hätte ich, alles klar. Und... alle Neune. Ach ja, das macht Spaß. Was? Was haben die denn vor? Och nö. Och nö, jetzt muss ich die gleichzeitig mal erledigen. Och komm, nein, sowas finde ich scheiße. Ja, genau! Und ich verliere gleich so viel Leben, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Boah, ich sehe schon kommen. Ja, das wird jetzt richtig hart. Naja, es... Hat gerade Schaden genommen? Ach so, hier unten stehen die kleinen Wichser. Oh, scheiße, die kommen durch. Trupps auf mich. Ja, Alter, wie viele Leben ich da verliere, das kann doch nicht sein. Das ist doch unschaffbar. Ich bin gleich schon tot, ey. Ach, die spazieren da gemütlich weg, ey. Lass das Zeit jetzt. Kann ich die Reiter mal mitnehmen, oder? Komm schon. Jawoll. Bam, in die Mitte. So, das ist schön wehtut. Den Drecksäcke, ey. Schnell, 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 schnell. Danke, ey. Sie sind auf dem Rückzug. Es ist getan. Washingtons Truppen ziehen sich nie zurück. Erst sterben sie. Nach Lexington. Von dort haben wir einen besseren Überblick. Hätte ich ihm nur das Zepter abgenommen, jetzt rächt es sich bitterlich. Zepter? Mutter, das wird alles immer und immer schwieriger zu verstehen. Deiner Hinterhalt, ja? Nicht mit mir. Nicht mit mir, kleine Wichser. Oh ja, sehr schön. Gut, und an der Stelle sage ich wohl, ja, obwohl unsere Mutter jetzt hier weiterläuft, mache ich hier eine Pause. Ach komm, leck mich. Und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Tschüss.